Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 467. Eichhorn-Wanderung am Donnerstag, dem 1. Juli 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern ich bin auf der Tribüne der Oper in der Burg Gars. Hier sind also dann die Stühle aufgestellt und ich mache mal einen kleinen Rundblick. Wir sehen hier den Regieturm, dann hier den 1000 Jahre älteren Nordturm, dann geht es hier hinunter und dann haben wir hier das Serail. Hier haben heute die Proben begonnen für die Entführung aus dem Serail. Sie erinnern sich, 15. Juli. Und hier sind die einzelnen Gemächer. Hier ist also sozusagen das Büro des Osmin. Hier kommt der Treppenaufgang hinein in das Gemach des Bassas Selim. Und hier ist dann die Vertraute, die Konstanze. Ja, da ist gerade die Regisseurin. Hier hinten sehen Sie dann übrigens natürlich auch Maria Dreieichen. Und hier geht es mit der Burg weiter. Das Orchesterhäuschen ist ja heuer nur besetzt von 5 Streichern und einem Akkordeon. Und hier hinten haben wir die Hochburg, wo der Leopold II. Residiert hat, beziehungsweise Leopold III. Geboren wurde. Ja, und da bin ich wieder durch. Hier unten ist der Burghof. Und ich zeige Ihnen jetzt den Probenbeginn. Hier geht der technische Leiter. Der steht hier sinnierend und schaut, wie kann das alles zusammengeführt werden. Das haben wir schon aufgebaut und jetzt wird also hier nach und nach Mozart in die Burg Gars gebracht. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, am Ende oder am hoffentlich schon sichtbaren Ende der Corona-Zeit. Wir sind hier sehr vorsichtig, gerade waren wir alle beim Testen, obwohl die meisten von uns schon 2-mal geimpft sind. Trotzdem gehen wir immer mit gutem Beispiel voran und eigentlich haben wir schon eine richtige Testsucht entwickelt. Also auf jeden Fall, wir bemühen uns, dass wir alles befolgen und die Abstände einhalten. Aber die Lust, die Freude aufzuführen, darzustellen, Mozart zu pflegen, die ist unübersehbar. Ich freue mich sehr, wenn Sie mit dabei sind ab dem 15. Juli. Ja, Sie sehen, es kommen schon wieder ein paar Klänge aus dem Probenklavier heraus. Bis dann!